So, wir sind hier beim Frühstück auf der Terrasse vom Hotel Lariana und ich stelle Ihnen vor den Uwe Duldinger. Ich muss mich da immer korrigieren, und nicht, um nicht Duttlinger zu sagen, weil ich einen Freund habe, der heißt so. Ja, Uwe, morgen reist du wieder ab. Du warst jetzt fast eine Woche da. Wie hat es dir denn hier gefallen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine zweite Heimat oder meine Heimat In so kurzer Zeit. in so kurzer Zeit. Ein selten schönes Fleckchen Erde hier in Perinaldo, unwahrscheinlich schön. Ja, wir haben ja auch viel so nebenbei gequatscht. Du bist ja auch begeisterter, ja, fast schon, kann man sagen, semi-professioneller oder professioneller Fotograf und hast viele Bilder gemacht. Nein, hobbymäßig. Hobbymäßig. Aber du warst permanent unterwegs mit deiner Kamera und Richtig. hast heute auch noch mal vor, den letzten, bei dem tollen Wetter hier einen Fototag Ganz, einzulegen. ganz richtig. Ja, ist ganz wichtig. Ich möchte auch eine kleine Reportage machen über diesen Ort, überhaupt allgemein um die Gegend, Ja. was man sehen kann, Eindrücke einfach mal der Welt offenlegen. Und wie gesagt, freue mich schon, wenn dann alle auf meine Blog kommen, und zwar dp-a.info. Aha. Kann man dann in circa 1, 2 Wochen spätestens den ganzen Verlauf hier von dieser Gegend erfahren, und selbstverständlich lohnt es sich, hierher zu kommen. Das können wir ja dann auch noch mal, bevor du abreist, gibst du mir die Blognummer noch mal, dann Gerne. veröffentlichen wir die über unsere Hotel Ariana Facebook-Seite. Ich habe noch eine andere Frage. Du hast ja hier auch erzählt, dass du überlegst, ja, beruflich einen weiteren Schritt zu gehen. Richtig. Und hat dich die Gegend so inspiriert? Ich habe dich so oft so auf unserer kleinen Terrasse sitzen sehen mit deinem Computer. Da hast du so vor dich hinsiniert. Wir haben über Spezialisierung gesprochen und sonstige Dinge. Ist das ein Ort, wo man mehr denken kann, als wenn man so im Tagesgeschäft ist? Absolut. Man kommt hier in dieser Gegend absolut zur Ruhe. Man kommt, findet auch wieder zu sich selbst. Ich denke mal, das ist die Natur, die Umgebung, das Klima, ganz selbstverständlich, und ja, dann das Meer, klar. So, und gestern haben wir noch zusammen Fußball geguckt und haben dieses tolle Spiel gesehen. Du hast leider die ersten Tore verpasst, weil du gedacht hast, in der ersten Viertelstunde passiert sowieso nichts. Bin Und sicher. ja, einmal warst du eine rauchen, da hast du auch noch ein Tor verpasst. Wie viel hast du denn jetzt noch gesehen von den Deutschen? Zwei wahrscheinlich, ne? In der Von Wiederholung habe ich alle ja, gesehen. du hast alle gesehen. Okay, ja, da danke ich dir schön, dass du zu uns gekommen bist. Wie hast du uns überhaupt gefunden? Weil wir kannten uns ja vorher nicht. Wie hast du unser Hotel Also das gefunden? war ganz, ganz spektakulär, sage ich jetzt einfach mal. Ich buche ja generell über hotel.de. Ja. Wollte auch 100 oder 150 Kilometer mehr Richtung Italien rein, also nicht so an die französische Grenze. Ja. Fand aber dann die Bewertungen von den Hotels, was ich so gesehen oder gefunden habe, nicht gerade prickelnd. Ah, Und okay. habe dann den Radius erweitert, und schon kam ich auf dein Hotel, Klasse. und da war die Bewertung 1A, was ich auch bestätigen kann. Danke. Also absolut guter Danke auch Service, für meine tolle Zimmer. Mitarbeiterinnen, die ja dafür auch mitverantwortlich sind, ne? Und das Schöne ist, man fährt nach Italien, man kann natürlich kein Italienisch, ist ja klar. Und wen trifft man? Einen Deutschen. Wunderbar. So, und dann zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Was sind denn die drei Punkte, die dir so am besten hier gefallen haben? Warum würdest du Gästen empfehlen, hierher zu kommen? Also die drei Punkte, die drei entscheidenden für dich, für Also dich. für mich persönlich, ich habe einen ganz besonderen Bezug zur Natur, Ja. absolut. Und das spiegelt sich hier komplett wider. Wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, man findet hier zur Ruhe, man wird inspiriert auch, ja, durch die Natur eben. Was dann natürlich auch noch zählt, ist die italienische Art. Und vor allem die Deutschen, die hier sind, haben diese italienische Art auch schon. Das heißt, die Gastfreundlichkeit, die findet man selten irgendwo auf. Hier irgendwo, ich bin schon viel rumgekommen, aber hier ist die Gastfreundlichkeit am besten. Na gut. Ja, und das Dritte ist ja, Klima, ganz logisch. Klima, Klima. Ja, toll. Dann
Ja, da wünsche ich dir heute noch einen letzten schönen Tag. Wir haben ja heute Abend hier, Mittwoch ist ja immer Barbecue hier und danach wollen wir ja vielleicht noch das zweite Halbfinalspiel gucken mit dem Frank zusammen, damit wir den ärgern können, wenn die Holländer heute Abend gewinnen vielleicht. Ganz klar, Deutschland-Holland im Endspiel. Okay, also vielen Dank und einen schönen Tag noch. Okay, danke. Ciao.